gute Mr. Eintracht hier. Das Ergebnis, vielmehr das Urteil, ob es Geisterspiele gibt oder nicht, ist da. Es ist vor kurzem gefällt worden und ich kann euch sagen, es gibt für die Eintracht, für unsere Eintracht wirklich kein Geisterspiel. Muss man sich mal vorstellen. Und vor allem, ich bin froh und ich freue mich für alle, die eine Karte haben, dass sie hingehen können. Auch für Marseille. Ich meine, ich habe meine Karten safe. Ich bin immer da. Aber ich bitte euch, wie stumpf kann man bitte sein, dass man das Spiel zu Hause gegen Marseille zulässt. Komplett mit Fans. Ich freue mich. Ich finde es geil, dass es stattfindet. Für alle, die das sehen können oder zum ersten Mal die Eintracht in der Champions League im Stadion sehen. Aber du kannst nicht so ein Spiel nach solchen Vorfällen im Hinspiel und nach dem, was auf 2018 passiert ist mit so leichten Dingern, ne, kann man dieses Spiel doch nicht zulassen, das kann man nicht kontrollieren. Um das Stadion ist alles dunkel, alle Zuwege zu den Parkplätzen sind dunkel, überall ist Wald, da kann man sich komplett gut verstecken. Das Spiel findet statt, wenn es dunkel ist. Wie möchte man das als Polizei kontrollieren? Das ist unmöglich. Ich meine, wie gesagt, ich freue mich für alle, die es sehen können. Ich werde auch da sein, natürlich. Wäre dumm, ich werde entgehen, das ist das Spiel. Aber da muss man schon sehr, sehr abgestumpft sein, was die UEFA betrifft, um das zuzulassen. Natürlich gehen wir jetzt mit einem blauen Auge, kommen wieder davon und haben wieder die Strafe auf Bewährungen. Ist ja auch nicht so, dass wir schon zweimal unsere Bewährung sozusagen davon gekommen sind. Sprich, wir haben einen kompletten Verkaufsverbot auswärts, was aber nur auf Bewährung ist. Sprich, sollte mal irgendwas geben, würde es wahrscheinlich so sein, dass wir keine Auswärtskarten verkaufen dürfen. Ähnlich wie zum Beispiel mal in London der Fall war, als wir gegen Arsenal gespielt haben. Weiter können bei einem Heimspiel auch 1000 Leute unten ausgeschlossen werden. Ich meine, 1000 Leute, das sind 1000 Leute, so gefühlt, ne? Das ist sehr, sehr wenig, aber trotzdem schmerzhaft. 1000 Leute sind immerhin 1000 Leute. Und dann natürlich müssen wir eine Geldstrafe zahlen und gleichzeitig noch für alle Schäden, die die Eintracht-Fans dort gemacht haben, dafür aufkommen. Das können kaputtgetretene Sitze sein, das kann aber auch die kaputtgetretene Leitung gewesen sein, also das Stadion dann dementsprechend unter Wasser gesetzt haben. Ey komm, das ist ja 3 Stunden gelaufen, das Wasser, ne? Ich meine, die haben ja nie das Ding abgestellt. Holy shit, aber vielleicht war es auch Zufahrtswege, sozusagen Zulaufwege vom Wasser für den Abfluss, keine Ahnung, für die Toilettenspülung, aber stell's doch aus. Zumindest wenn es normales Wasser für den Wasserhahn gewesen ist, keine Frage. Aber ich hoffe, dass sie uns nicht die Busse in Kosten stellen, weil das haben deren Fans gemacht. Aber so oder so können jetzt alle erstmal entspannt sein, zumindest die drauf gewittert oder gehofft haben, dass das Spiel stattfindet, schon gewettert haben gegen die Ultras und so weiter, wie man das überhaupt machen kann. Und jetzt können sie das Spiel nicht sehen und wahrscheinlich können die auch, wenn es Marseille nicht stattfindet, das ist ja voll Kacke, ich möchte unbedingt dahin. Wie gesagt, ich finde immer noch schwierig zu sagen, weil wenn das Spiel stattfindet, man muss immer sagen, das ist ein Hochrisikospiel. Und ich würde doch eher, gerade wenn ich mit Kindern da bin, eher da auf die Sicherheit pochen, vor allem, weil die immer selbst sagen, man kann nicht mehr ins Stadion, da, weil so solche Vorfälle passieren, wollen aber dann unbedingt ins Stadion, wo Leute irgendwo in den Wald steigen können und jede Familie angreifen, weil die Franzosen, im Gegensatz zu den Ultras und Hools in Deutschland, die nehmen keine Rücksicht, Franzosen. Die gehen auch auf Familien, die gehen auf alle. Das ist denen egal. Das heißt, es kann sein, wenn du da an die Straße lang läufst, da irgendwelche Franzosen kommen und die dich einfach draufhämmern. Vielleicht nicht aufs Kind, aber da ist ein Kind, ein Vater und da wird draufgehauen. Es ist denen egal. Just saying. Also, wenn euch das lieber ist und dass euch sowas passiert vor dem Kind und so weiter und das Wichtige ist, damit ihr das Spiel sehen könnt, ist eure Entscheidung. Ich würde es nicht machen, bin ich ganz offen und ehrlich.
Aber wie gesagt, es ist jedem die eigene Entscheidung, ob er die Eintracht, also Eintracht ist immer an erster Stelle, ne, aber ernsthaft, ob er die Eintracht da unbedingt, die Eintracht in der Champions League zu sehen, vor allem stellt, auch vor der Gesundheit oder die Gefahr der eigenen Familie. Muss jeder selbst wissen, ob er das macht. Wenn man das für sich selbst entscheidet, ist es noch was anderes. Wenn man dann noch die Familie mit reinzieht oder die eigenen Kinder, ist das in meiner Meinung noch, in meinen Augen auch sehr egoistisch gehandelt. Aber das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Wir werden viele wahrscheinlich nicht so sehen, weil es dann negativ für sich belastet ist. Aber auf andere kann man gut wettern. Also ich würde zu solch ein Spiel meinen Neffen zum Beispiel definitiv nicht mitnehmen. Irgendwann darf mein Neffe mit ins Stadion, ist schon geplant. Aber ich suche uns natürlich ein Spiel aus, wo es auch ruhig ist und sicher ist. Und so gehört sich das auch in meinen Augen. Wie gesagt, alle Strafen auf Bewährung. Beim kleinsten Ding kann es passieren. Vielleicht werden nochmal 10 Augen zugedrückt, wie in der Europa League schon. Fakt ist, jetzt kann jeder erstmal durchatmen. Schauen wir mal, was gegen Tottenham passiert. Und bei Tottenham sollte aber nichts Großartiges passieren, denke ich mal, weil mit Tottenham hat man keine Probleme. Allerhöchsten West Ham-Fans können Stress machen in London. Hoffen wir es nicht. Ich sage auf jeden Fall Arrivederci, eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare rein. Bis dahin und ciao, ciao. Und gerne könnt ihr sagen, mein Ding war nur bla 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 bla. Weiß ich jetzt schon, dass manche sagen.